Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Das Speicherdingsbums hat gesagt, Gefahr ist nah. Ich frage mich, warum. Hallo. Hat der mich erschreckt? Hat der mich erschreckt? Wir haben nur noch einen Elektroschocker, das ist äußerst ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Und es ist hier alles ein bisschen dunkel, deswegen mache ich mal die Taschenlampe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, der hier wird uns, glaube ich, nicht mehr behelligen. D müsste man drücken, ja genau. Nicht A. Was macht das jetzt? Was muss ich eigentlich machen? Samuel ist zum Androidenlabor gegangen, um Apollo zu erreichen. Finden und helfen Sie ihm. Okay. Wie soll ich den finden? Muss ich die Dinge hier alle ausschalten? Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal, ne? Wenn man hier Sachen machen kann, sollte man Sachen machen. Oh, biologische Gefahreneindämmungsstufe. Omega. Alle Handelsvertreter des Konzerns könnte man Aufmerksamkeit betrachten. Was? Wo ist der? Shit. Ich werde der Sache nachgehen. Leute! Apollo benötigt einen ausführlichen Bericht. Wir haben wieder lustige Schrankparty. Ja, das dachte ich mir schon. Ich gehe hier doch nochmal lieber rein. Ich habe das Gefühl, der kommt hier gleich wieder. Nein, alles ist tutti. Ich würde den gern irgendwie um die Ecke bringen. Ich wüsste, dass es nur einer ist. Okay, jetzt geht er da hinten lang. Okay. Okay. Sehr dunkel hier. Ich muss die Taschen aber anlassen, aber dann sieht er mich erst recht, ne? Ich werde nirgendwo anders erwartet. Sie können sich genauso gut jetzt zeigen. Hast du mich noch nicht gesehen? Ich habe übrigens den ganzen Tag gezeigt. Ja, ja, ich auch. Ich auch, Freund. Bin ich hier sicher vor dem? Hier ist kein Versteck nirgendwo. Ach doch, da ist ein Schrank. Nur, weil es lustig ist. Weil wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben. Aber ich glaube, der kommt hier nicht rein. Aber ich weiß den Code nicht, ne? Hä? Ach, hier ist Schrott. Ich weiß den Code nicht. Das ist äußerst dumm. Ach nee, muss ich gar nicht wissen. Okay. Das da. Das da. Das da. Das da, wir werden langsam richtig gut da drin, Leute. Richtig gut. Okay, dann mal rein hier. Ach, hier ist nur ein Schrank. Pumpgun, achso. Hä? Willst du mir jetzt erzählen, dass ich hier nur für Pumpgun-Munition reingelaufen bin? Natürlich. Aber wo soll ich denn hin? Okay, hier ist nur ein Schrank zum Verstecken. Ladungspack und Schrott. Na toll, ey. Aber wo soll der denn sein? Ich höre ihn, er kommt wieder. Hä? Ist er jetzt... Ja gut, das ist blöd, wenn die einfach stehen bleiben. Ah, da kommt er. Geht die Tür auf? Ach, das ist doch blöd. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gesicherter Apollo-Transit. Ich habe kein... Habe ich hier eigentlich... Ja, ich habe hier gespeichert. Hier sind wir ja durch.
Aber da geht's nicht weiter. Das ist doch blöd. Oh Mist. Ah, ah. Bleib einfach da draußen. Da ist alles Tutti. Jetzt geht er wieder weg. Ungeklärte Störungen sind sehr beunruhigend. Ja, ja. Okay, hier ist aber nichts. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn ich Sie nicht finden kann. Oh, Kacke! Ich drück immer auf die falsche Taste. Hat er mich jetzt gesehen? Sie können sich genauso gut jetzt zeigen. Flammenwerfer, Pumpgun? Ich werde der Sache nachgehen. Welcher Sache? Oh, das ist nervig, wenn der hier rumläuft, ne? Oh ja, ich auch. Oh oh. Wo geht er rein, Ripley? Ungeklärte Störungen sind sehr beunruhigend. Jetzt geht er da hinten lang. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn ich Sie nicht finden kann. Das macht nichts. Hier ist noch immer etwas verkehrt. Hat er mich jetzt nicht gesehen? Nö. Aber ich sehe selber nichts. Okay. Machen wir hier mal die Lampen an hier. Okay, geht's hier irgendwo lustig runter? Nee, nee. Sieht nicht so gesund aus. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür. Wie meinst du, soll ich das tun? Oh, ey, finden Sie einen... Oh, geht mir das auf den Keks, ne? Ich... Ja, ich weiß, ich muss da durch. Und wie? Aha. Muss ich das Ding hier machen? Ausschalten. Ich habe schon ganz viele ausgeschaltet. Jetzt aus. Tür verschlossen. Ausschalten. Ich habe die anderen ja eben alle schon benutzt. Ich hoffe, der hat... Ah, ich wollte gerade sagen. Ich wollte sagen, ich hoffe, der hat was... Ich hatte, der hat das gespeichert. Hä? Macht er die Tür hier einfach zu? Okay. Ich brauche Zugang zu Apollo. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Mein Mensch. Ach, stimmt, es hieß irgendwas, er ist selber ein Synthet oder sowas. Irgendwas wurde doch da mal gesagt. Aber ist die Frage, ist der jetzt nicht mehr unser Freund? Finden Sie Sam jetzt? Ich habe ihn gefunden. Ich hätte ja mal Hallo rufen können. So, da geht's raus. Okay, Schalter benutzen. Gibt's hier sonst irgendwas Lustiges? Nein. Ui. Guck, wie die da steht. Wie Kunst. Da liegt jemand. Ladungspack. Bindemittel. Ich hoffe, die bewegen sich nicht großartig. Die durchsuchen wir mal. Und hier gehen wir mal in ein Terminal.
Okay, Pläne für heute Abend. Susan, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorfüllmodelle. Nicht mehr lange, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Was? Oh, ich drück auch immer die falsche Taste, Mann! Ich bin heute auch etwas... So, auf Enter drücken, letzte Chance. Speeding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen herauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Ihre besten Leute... Termine im Ausstellungsraum. Montag, Dienstag, null Termine. Boah. Freitag Date Night. Süß. Okay, okay. Okay. Das war hier nur ein bisschen Geplänkel. Aha. Macht das irgendwas? Ja. Hä? Das ist so versteckt da hinten. Wie gemein. Das habe ich auch nur gerade zufällig gefunden. So, ihr bewegt... Sie haben keinen Termin. Nein. Nein. Geh auf. Geh auf. Hoho, Glück gehabt. Schlüsselkarte benötigt. Ach du Scheiße. Oh oh. Pumpgun. Pumpgun. Hä? Kann ich das nicht alles einsammeln? Ach so, ich hab, sorry, falsche Taste, mal wieder. Ich hab schon wieder auf R gedrückt. Oh, ein Medikit? Cool. Alter, was geht denn hier ab? Taschenlampenbatterien, EMP... ich kann nur eine EMP-Mine. Medikit. Was? Molly? Molly? Oh, shit. Oh, Leute, hier geht... Oh, ich würde gerne speichern. Oh, Leute, hier geht gleich richtig was ab. Hier geht gleich richtig was ab. Wenn hier so viel Zeug jetzt rumliegt, und zwar fertig, dann geht hier gleich richtig was ab. Wie viel von dem Kram haben wir denn? Wir haben 3 EMP-Minen, 4 Medikits, 3 Mollys. Wir sind, glaube ich, gut ausgerüstet. Pumpgun haben wir jetzt auch. 12 Schuss, das ist doch nicht schlecht. Okay. Gucken jetzt mal hier auf den Terminal, ob es da was Lustiges gibt. Smite, lies das. Was soll das heißen? Du kannst den Zugang zum Aufzug... Was? Achso, was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der synthetisch gejagt hat. Immer noch hier unten ist. Okay, ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto! Pronto! Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smite ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Immer noch keine Meldung von Suzanne. Lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Ich will wissen, ob sie bei euch ist. Das wäre aber sonst sehr traurig. Sehr, sehr... Ach, wisst ihr, was ich mal mache? Ich tue jetzt hier mal die Taschenlampe nachfüllen. Dank dem lieben Wolfgang weiß ich auch, wie das geht. Und dann kann ich jetzt hier die Taschenlampenbatterien mitnehmen. Alles gut. Und was ist das? Neuverkabelung. Was macht die? Gasumleitung. Ach du Shit. Okay, das gibt mir ein bisschen Zeit anscheinend, bis die da kommen. Okay, ich werde wohl die Pumpgun nehmen. Können die mich hier kriegen?
Können die mich hier kriegen? Oder kommen die erst durch, wenn ich die trigger und irgendwo langlaufe? Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da irgendwie durch, aber wie? Finden Sie Samuels? Wie komme ich denn da durch? Ach du Heilige, sind das dann alle? Schlüsselkarte benötigt. Also irgendwo muss hier noch eine Schlüsselkarte sein. Oder ich bin jetzt einfach angearscht. Oder ich muss die alle platt machen und dann kriege ich eine Schlüsselkarte. Ach du Heilige. Oh, das sind ganz schön viele. Oh, das sind ganz schön viele und ich hänge fest. Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Und jetzt bin ich gleich tot! Jetzt bin ich gleich tot! Jetzt bin ich gleich tot! Oh, shit, ey! Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Wie soll ich denn jetzt hier... Oh! Mist, 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 Mist! Okay, die Pumpgun ist voll. Ah, nee, ich kann die nachladen. Ich habe noch keinen einzigen Platt gekriegt, ne? Oh, wo kommst du denn her? Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder rauskomme. EMP-Mine. Nee, ich will die haben. Nee, gib mir die in die Hand. Mist, das wäre von Anfang an schlauer gewesen, ne? Okay, ist noch einer da? Einer ist, glaube ich, noch da. Durchsuchen kann ich die aber auch nicht. Hi. Meinst du? Oh, da nicht, genau. Okay, vielleicht den hier kann man... Hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Yeah. So, alle platt gemacht, ohne zu sterben. Na, was sagt ihr? Was sagt ihr? Yay, yay. Ich tanze hier gerade so ein bisschen. Macht euch ruhig über mich lächerlich. Ich hab's verdient. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es mit nur 12 Schuss und einer EMP-Mine geschafft habe. Wo lang jetzt? Hä? Wayland Yutani sind nicht registriert. Unbefugter Zugang registriert. Was? Wer registriert hier was? Wer registriert hier was? Ich schalte das hier erstmal aus. Folgen Sie Samuels. Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen. Schrott brauchen wir nicht. Ach so, da lang oder was? Okay, dann speichern wir jetzt erstmal. Und dann stelle ich mir jetzt die Frage, gehe ich jetzt nochmal dann das Depot zurück und sammle alles ein? Ja, ne? Ja, das machen wir, oder? Alles, was geht, sammeln wir jetzt nochmal ein. Von wo bin ich hingekommen? Von da unten. Okay. Ihr seid ja platt. Hast du noch Pumpgun-Munition? Nee, ne? Schade. So, EMP-Mine habe ich, glaube ich, nur eine benutzt. Ja. Medikit. Nehme ich mit. Kann ich noch Molly mitnehmen oder sowas? Lustiges? Nö. Okay, es scheint jetzt alles voll zu sein. Pumpgun-Munition hätte ich doch jetzt nochmal gerne. Aber naja. Huch. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich wüsste gerne, wo eines dieser beschissenen Formulare zu finden ist. Ich hätte nämlich ganz viele Sachen zu bemängeln. Blöde Tussi. Boah, ey. Zu Androiden irgendwas. Auf zu dir unten zur Androiden-Einweisung. Okay, der fährt nur runter. Er lädt auch gar nicht großartig. Okay. Ja, eine lange Fahrt.
gut. Okay. Wir sollen Samuels folgen, aber leider ist die Zeit hier schon wieder abgelaufen, wie ich das sehe, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, ich sehe das richtig. Ich bin mir sicher, weil bin mir nicht ganz sicher, ob ich die überhaupt angemacht habe. Ansonsten gibt es hier nur einen Cut, das sehen wir gleich. Aber falls die Zeit richtig stimmt, werde ich jetzt hier mal die Folge beenden. Und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!